Die 5 Stufen von Neujahrsvorsätzen. Stufe 1, vollste Motivation. Guten Morgen! Neues Jahr, neues Ich. Ich habe eine lange Liste an Neujahrsvorsätzen, die ich alles sowas von umsetzen werde. Halleluja! Mehr Sport, mehr Trinken, also Wasser natürlich. Früher ins Bett gehen, früher aufstehen, weniger Serien schauen, mehr Bücher lesen, mehr meditieren, mit Yoga anfangen, eine Charity-Organisation gründen, nett zu allen sein und ja, ich glaube, das war's dann auch im Groben. Achso, und mehr kochen, weniger außerhalb essen, das ist nämlich gesünder. Also für mich und mein Portemonnaie. Alle werden staunen, weil ich mich so verändert habe. Und ich werde mich fühlen wie neugeboren. Jawohl! Stufe 2, der krampfhafte Versuch, alles umzusetzen. Okay, let's go! Oh mein Gott, ist das anstrengend. Aber alles gut, alles gut. Boah, ich habe eine Konzentrationsspanne wie so ein Goldfisch. Egal, das muss so. Ja. Oh Mann, war das ein anstrengender Tag. Oh Gott, bin ich fertig. Oh, und ich habe Hunger. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt was. Ich meine natürlich, ich koche mir jetzt was Gesundes. Boah, sieht das modrig aus. Aber ich brauche dringend neue Pullis. Ich glaube, die hole ich mir. Die hole ich mir natürlich nicht. Ich gehe morgen mal in den Secondhand-Laden hier um die Ecke. Ja. So, dann gucke ich jetzt mal gar nichts. Ich gucke gar nichts. Ich beschäftige mich jetzt einfach mal mit mir selbst. Ja. Stufe 3, erste Zweifel. Okay, also es ist Tag 4 und ich fühle mich nicht gut. Sollte ich mich nicht eigentlich gut fühlen? Ich meine, ich tue mir ja was Gutes, also irgendwo ist da ein Haken. Wird das irgendwann leichter? Oh Gott. Ist der normale Bürger überhaupt dazu imstande, so viel Veränderung auf einmal zu ertragen? Oder richte ich damit mehr Schaden als Positives an? Ich hab grad so Bock auf eine Fanta, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mir fehlen meine Käse-Nachos am Abend. Dazu meine Lieblingsserie und ein schönes Glas Rotwein. Es sind doch diese kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe mir alle Freuden des Lebens genommen. Stufe 4, das Kartenhaus bricht zusammen. Oh, schon 11. Sorry, ey, Sport, heute bin ich raus. So, was koche ich mir denn heute? Ach, weißt du was, ich bestelle mir aber eine Pizza. Oh. Ich wollte ja joggen gehen, aber dann hat mich der Wind in den Supermarkt geweht und dann erst in die Weinabteilung und dann noch in die Süßigkeitenabteilung. Also soll es wohl so sein. Was ist das? Das könnte rein theoretisch meine Online-Bestellung sein, die ich letzte Woche getätigt habe. Ja? Wolltest du nicht? Kill den Vibe jetzt nicht. Hallo? Oh, spannender Artikel. Warum es okay ist, seine Neujahrsvorsätze zu brechen. Da gucke ich mal rein. Es gibt nicht umsonst das Sprichwort, man muss sich auch mal was gönnen. Das gibt's doch, oder? Stufe 5. Verteufeln von Neujahrsvorsätzen. Ganz ehrlich, wer hat sich das Konzept mit den Neujahrsvorsätzen eigentlich überlegt? Hm? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Silvester ist ein Tag wie jeder andere. Warum sollte ich es ausgerechnet danach schaffen, mein Leben zu verändern, ha? Tja, siehst du, es macht keinen Sinn. Ich hab's ja gesagt. Wir Menschen sind einfach nicht für so radikale Umschwünge geschaffen. Wir sind gemütliche Gewohnheitstiere, die ungern ihre Komfortzone verlassen. Das hat mir mein neuester Ratgeber gesagt und für mich macht das Sinn. Ja, und deswegen erkläre ich das Projekt Neujahrsvorsätze hiermit offiziell für beendet. Ich verändere mein Leben lieber in vielen kleinen Schritten als einmal komplett am Anfang des Jahres. Also, der andere Weg hat die letzten Jahre zwar auch nicht so gut geklappt, aber egal. Und jetzt esse ich einen Keks. Und ich fühle mich Bombe dabei.